Hallöchen und willkommen zurück bei Rise of the Tomb Raider. Gerade eben im Ladebildschirm hat mich das Spiel ein wenig gespoilert. Da stand nämlich schon ein Text, der gar nicht hätte dastehen müssen. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Zum Thema Jacob und so. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ja, dass das noch nicht zusammengestürzt ist, das wundere ich mich überall, wo wir sind. Aber du erledigst ja unbedingt den Rest. Du bist ja eine wandelnde Abrissbirne für Ruinen. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend. Ja, naja, ich kenne jetzt auch Kirchen, die sehen cooler aus. Könnte man... Wie war denn das nochmal mit dem Tauchen? Ah ja. In dem Spiel taucht man einfach viel zu selten. Wie soll man sich denn das merken? Oha! Du hast aber wenig Luft! Das kam jetzt etwas überraschend, dass die Luft so schnell raus war. Lara, mach mir keine Angst. Komm, durchhalten. Du bist ein paar Sekunden hier drin. Du verlierst Luft! Oh. Na nü? Oho! Sekunde, wir lassen mal kurz laden. Also wenn er die Umgebung ablädt. Ich hoffe es ja, es ruckelt nämlich gerade wieder ein bisschen. Hübsch. Geothermales Tal. Okay. Das ist ja beruhigend. Ich glaube, da sollten wir nicht rein. Es zeigt mir zwar nicht an, dass es irgendwie gefährlich ist, aber dafür brauche ich, glaube ich, auch keinen Instinkt, um zu sehen, dass das nicht angenehm ist. Oh, ich habe hier gerade Pfeile hergestellt. Bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Und jetzt liegen da welche, wie ärgerlich. Material verschwendet, weil wir davon so wenig haben. Nicht. Wir haben, glaube ich, immer noch um die 20 Federn und 20 Holz. Also, so schnell wird uns das nie ausgehen. Diese Stadt war so versteckt? Mal ehrlich. Wow, 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 wow. Okay. Okay, Lara. Du verschwindest gerne im Boden. Wir gehen dem Boden dann nicht mehr zu nah. Okay, Wasser scheint doch nicht so schlimm zu sein. Hi. Bleib sofort stehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht. Nein, 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 nein. Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt. Du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Vater! Genau das war der Spoiler. Ich dachte, du bist tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Ihr wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Oh, unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater.
Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Jetzt bitte keine Mini-Aufgaben. Also keine nervigen. So kleine Kuhle sind vielleicht mal ganz nett, aber keine nervigen. Repetiergewehr. Geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Tja, irgendwie muss man sich ja helfen, ne? Ich würde mich nochmal gerne ins Lagerfeuer setzen, denn jetzt... Wir müssen sie um jeden Preis vom Akkus. Ja. Welcher Turm auch immer. Dann können wir ja, wenn wir jetzt denen helfen, auch eine Rüstung von denen tragen, ne? Das würde doch ganz Jacob gut passen, oder? Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Was war das? Dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Na, nehmen wir mal das hier. Das passt, glaube ich, ganz gut. Hier können wir noch ein paar andere Sachen verbessern, oder? Ah ja. Schussfrequenz und Schussfrequenz plus. Also so schnell brauche ich nun auch nicht schießen. Und Munitionskapazität klingt auch ganz nett. Nein. Oh. Nee, hätten wir eh nichts. Doch, wir hätten was verbessern können. Die Schussfrequenz. Mist. Oh. Dieses Land besser als Sie es je werden. Vergiss das nicht. Ja. Ich kenne das Land übrigens nicht. Ich bin übrigens ein bisschen deprimiert. Dieses Tal frisst ganz schön. Aber wie können Sie vertreiben? Also da ist mein Computer ziemlich herausgefordert. Also ich habe so zwischen 25 und 30 FPS. Ich hoffe, in dem Video sieht man es nicht allzu sehr oder es stört nicht allzu sehr. Ich brauche mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Oh, bitte ja, nicht. Wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Ja, ich glaube, Breitspitzen sind auch nicht so effektiv gegen Rüstungen, oder? Die müssen doch dann eher dünn sein, weil dann weniger Widerstand da ist. Naja, was wollte ich sagen? Ach so, wenn es euch stört, dass sie zu wenig FPS sind, schreibt es in die Kommentare, dann schraube ich die Grafik ein bisschen runter. Also dann müsst ihr jetzt entscheiden, lieber schlechtere Grafik, dafür mehr Leistung oder umgekehrt. Also ich möchte da jetzt nicht irgendeine Entscheidung treffen. Oh, hallo. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Wie kann ich dir helfen? Sprich doch mit mir! Okay. Manchen Menschen kann man nicht mehr helfen. Die wollen die Hilfe auch nicht annehmen. Ah, Erdbeeren oder so. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Tja. Schwerter.
Knüppel und deine Schwerter noch so rostig. Und Bögen. Oh Gott, das wird doch im Leben nichts. Wir haben uns nie von den Sowjets erholt. Die haben einen verdammten oder mehrere verdammte Kampfhelikopter. Ist ja nicht so, als wäre das Kleinigkeiten, mit denen die da anrücken. Das ist aber auch ein Riesental. Erstmal ein Tagebuch lesen. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Kay! Puh, ob da jetzt ein Unterschied ist, ob da eine... Wow. Ratte oder ein Hase angeschleppt wird. Was? Wieder eine Herausforderung. Na schön, wenn ich sehe, kann ich ja was mitnehmen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich werde das Zeug nicht suchen, das habe ich ja schon mal erwähnt. Noch ein Tagebuch, ehrlich. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Mhm. Die wurden also von Kind auf trainiert. Na, ist doch schon mal nicht schlecht. Okay. Ich muss also jetzt schnell da dran drauf. Gehst du wieder zurück? Das habe ich jetzt aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, nämlich... Ja, nee, keine Ahnung. Wie soll ich denn da hochkommen? Rüberspringen kann ich doch nicht. Ja, hör auf zu heulen. Komisches Konstrukt. Naja, gut. Aber hier hatte ich noch was entdeckt. Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise war schwerlich. Nice! Griechisch, Stufe 4. So, was haben wir hier? Ach, da war ein Hase dran. Hier können wir von oben schnell runter. Ich hoffe, wir gehen jetzt irgendwo hin, wo man auch helfen kann. Ist das hier vielleicht auf der Karte noch angezeigt? Was ist denn hier? Untersuchen Sie das Tal, führt also nur dahin. Na, ich würde trotzdem mal gucken wollen. Einfach nur... aus Interesse. Da war eine Zielscheibe, habt ihr das gesehen? Mal, da können wir schon mal nicht hin. Und hier ist die Zielscheibe. Aber von wo soll ich darauf schießen? Okay, noch mehr Herausforderungen. Na, großartig. Ich bin ja begeistert. Ha, ich fühle mich schon wie ein Teil dieses Dorfes. Ja, hier können wir wirklich nicht hin. Und die Rüstung steht ja auch, muss man sagen.
Mir gefällt auch das Design ziemlich gut. Rustikal. Und trotzdem ziemlich cool. So. Ging's hier noch irgendwo hin? Ja, genau. Halt dich dran fest. Wär's sonst ziemlich tief gefallen? Nicht. Eichhörnchen. Eichhörnchen. Du knuffig Eichhörnchen. Oh, wo geht's denn hier hin? Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Wo mag er sein? Gar nicht offensichtlich. Okay, gar nicht gruselig. Komm, wir machen das auf altmodische Art und Weise. Ich hätte jetzt auch ein... mein Maschinengewehr nehmen können. Halt den Mund. Tust du mir einen Gefallen und stirbst? Oder wie viele Pfeile kriegst du denn noch? Holla, der tut aber auch, ne? 30.000 Pfeile? Who cares? Also, nur Bären sind auch ziemlich zäh. Ja, komm. Komm. Ja, lecker. Zweimal Bärenfell oder so. Aber eigentlich bräuchte ich mir Wildschwein. Haben wir eine Wand? Ah, guck mal hier, aber das müssten wir ja genügend haben. Leider. Aber wir könnten gleich mal wieder Giftpfeile herstellen. Wir haben ja gerade ein paar zerschossen. Okay. Ist das eigentlich ein Grab oder was ist das jetzt? Ja, ne? Ja, ja, ja. Wir haben wieder ein Grab. Yay! Wieder was mit Wasser? Ja, Wasser ist immer mit dabei. Der ist auch hübsch. Was? Na, Atemgerät, na großartig. Hätte man das hier vorne dran schreiben können? Toll, sonst hier reingerannt. Na gut, dann erkunden wir halt noch kurz das Tal. Von mir aus, halt kein Grab. Nie darf man machen, was man will. Halt, Sekunde. Nee. Ach, das schaffen wir. Okay, ich habe ganz kurz dran gezweifelt. Wo geht's denn hier hin? Oh. Sieh mal einer an. Gleiche Federn wieder bekommen, die wir erst verbraucht hatten. Oder ich. Ihr wart ja noch nicht dabei. Ja. Um das Tal zu erkunden, müssen wir dahin. Und das sind ja etwa die gleichen Wege. Von daher muss ich nicht da weiter erkunden gehen. So. Wo war es? Da unten, ne? Hier? Da? Da? Optionale Mission? Hallo, wir könnten Hilfe brauchen, falls Sie deshalb hier sind. Ach, guck mal, die leuchten sogar so knuffig grün. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Klar. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden.
aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Na. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Legen Sie die Ressourcen in den Korb. Wir hatten ja schon dabei. Wir sammeln ja immer so fleißig. Guck mal. Schön. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nö. Von wegen optional. Oh, hallo. Hallo. Huck, huck. Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Okay, dann störe ich euch nicht weiter. Ihr kennt euch ja so gut aus. Die Vogelscheuche habe ich ja noch gar nicht gesehen. Die sieht ja interessant aus. Kann ich auch da oben rein? Bestimmt. Was gibt's denn hier? Artefakte, komm. Nein, besser. Oh, immer der Unterschied. Die musst du aufbrechen, die musst du abschließen. MP-Komponente, 3 von 4, bald ist es soweit. Dann haben wir ein neues Ballerwerkzeug. Ob das präziser ist? Da freue ich mich jetzt so ein bisschen auf das Repetiergewehr. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wir haben ja schon was getan, Lara. Reicht doch eigentlich schon. Bisschen die Türme verstärkt. Den Rest erledigen wir dann selbst, wenn der Angriff startet. Als bräuchten wir die Hilfe der Dorfbewohner. Ja, vielleicht, wenn die mit dem Helikopter kommen. Oh, 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 oh! Lagerfeuer, wir brauchen ein Lagerfeuer. Ja, komm. Da muss doch irgendwo ein Lagerfeuer sein. Hui! Höhle, aber kein Lagerfeuer. Komm. Da, die Folge sowieso gleich zu Ende ist, würde ich sagen, wir rennen nochmal zum Lagerfeuer. Und gucken uns an, was wir jetzt noch verbessern können. Wir hatten ja auch noch einen Fähigkeitspunkt freigeschalten, haben jetzt das Gewehr. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielleicht stelle ich da dann nochmal die Grafik ein bisschen runter. Damit das dann beim Angriff vielleicht, wenn die dann schon in der nächsten Folge stattfindet, etwas flüssiger läuft. Nicht so ruckelig. Wie hier an manchen Stellen. So 25 PS finde ich ein bisschen unangenehm. Ah, guck mal. Holz und Pilze. Weil wir so wenig Pilze haben. So, dann müsste ja hier... Moment. Hühnergehege? Wo ist denn ein Hühnergehege? Nee, da? Ja. Sehr danach aus. Nicht tot machen. Ist ja knuffig. Na, das könnt ihr euch mal merken. Haben wir gleich noch einen Huhn? Ja, ich weiß, ich wollte Schluss machen. Aber komm, die Hühner sind doch knuffig. Und rein ins Gehege. Ah! Nein, das tut dir nicht weh. Die bremsen sich doch mit den Flügeln. Habt ihr nur nicht gesehen? War ja noch ein Huhn. Wie viele Hühner waren das? 5, ne? Quatsch du gleich? Nicht gut. 2 Fähigkeitspunkte. Na, wollen wir mal gucken. Tod von oben. Nutzen Sie das Messer, um Feinde durch Sprünge von oben sofort zu erledigen. Aha. Fällt an den Täter. Aha. Ach
so, wir kriegen auch mehr Bonus-EP beim Ausweichkill, wenn wir da diese Zeitlupe noch haben. Das Schutz für Explosion. Nein, nicht! Jetzt haben wir mich aus Versehen angedrückt. Na egal. Ach, als würde es einen Unterschied machen. Aber ich wollte mir das Gewehr nochmal angucken. Das hier? Oh, das Repetiergewehr. Ach, wir hatten die Maschinenpistole freigeschalten jetzt. Aha. Na, die ist ja... Knuffig. Macht weniger Schaden und hat weniger Munitionskapazität. Schießt viel schneller, lädt viel schneller nach und hat einen geringeren Rückstoß. Hat auch gleich hier alle Verbesserungen wie das andere Gewehr. Schön. Schön, schön, schön. Hier gab es ja auch nichts Neues. Die Pistolen sind auch nicht alle besonders. Kann man hier schon gucken, wie das Gewehr aussieht? Nein. Können wir die noch verbessern? Auch nicht. Gut. Dann war's das. Mehr können wir hier nicht machen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und denkt bitte daran mit den Rucklern. Also wenn es euch stört, dass es ruckelt, sagt Bescheid, dann stelle ich die Grafik ein bisschen runter. Also ihr müsst halt selber für euch eine Entscheidung treffen, was euch mehr gefällt. Entweder bessere Grafik, dafür weniger ruckeln oder mehr ruckeln, dafür viel bessere Grafik. Naja. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.